Lebensmittel sind nicht mehr das, was sie mal waren. Wir machen das Ganze mal im großen Stil, gehen ganz weit zurück, ganz weit in die Geschichte zurück und schauen uns mal dieses Bild hier an. Und sei einfach mal ganz, ganz ehrlich zu dir. Drück einfach mal auf Pause und versuch zu erkennen, um welche Lebensmittel es sich hier handelt. Dankeschön, dass du nicht auf Pause gedrückt hast. Ich werde dir verzeihen, denn Dankeschön fürs Einschalten. Wichtig ist, es geht nicht mehr so weiter in dem Maß. Wir müssen irgendwas uns überlegen und genau in diesem Video wirst du erfahren, was ich dir an die Hand geben werde. Und nach diesem Video wirst du definitiv mit mehr Nährstoffen aus dem Video herausgehen. Und zwar, es handelt sich hierbei um die Karotte, die Aubergine in der Mitte und der Mais ganz rechts. Hättest du das gedacht? Ich glaube nicht. Wir machen mal weiter. Zum Beispiel die Banane sehen wir hier. So sah sie früher aus. So sieht sie heute aus. Aubergine hatten wir gerade. Wassermelone. Die meisten Wassermelonen haben nicht mal mehr Kerne. Die können sich nicht mal mehr fortpflanzen. Oder auch genauso Trauben. Wobei doch das Beste an der Traube natürlich der Traubenkern ist. Ja, mit dem OPC. Dazu die Karotte, die hatten wir ebenfalls. Die wilde Möhre. Ist sehr vertreten momentan. Du kannst sie einfach mal ausbuddeln und kannst dir mal gucken, wie groß so eine Möhre überhaupt früher mal war. Ja. Und der Mais natürlich. So gewachsen. Warum? Wegen der Massentierhaltung. Selbstverständlich. Weil was wir in dem großen Stil gemacht haben, ganz weit zurückgegangen sind, können wir auch in viel kleineren Schritten machen. Gehen wir 100 Jahre zurück. Schauen wir uns das Ganze einmal an. Fangen wir an circa im Zweiten Weltkrieg herum. 1900er Jahre. Ein wirkliches Desaster von den Nährstoffen. Schaut euch diese Tabelle einfach mal an, was passiert ist. Ja? Man müsste jetzt momentan zweimal so viel Fleisch essen, wenn man sich diese Tabelle anschaut. Drei bis viermal so viel Obst und vier bis fünfmal so viel Gemüse, um auf die gleichen Werte zu kommen. Wir können auch von 1963 bis 1999 gehen, dort sehen wir denselben Trend, hier sehen wir hier, ja. Oder auch von 1985 bis 2002 sehen wir ebenfalls selben Trend, ja. Oder auch in der Studie von Großbritannien, fand ich sehr, sehr interessant, zur Mineralstoffdichte im Weizen. Und man sieht hier, dass die Erträge und die Ausbeute erheblich nach oben gegangen sind von Weizen, weil der Bedarf natürlich gestiegen ist. Viele wollen das Brot essen. Ausbeute nach oben gegangen, Mineraliengehalt nach unten gegangen. Warum? Weil die Menschen viel mehr in schneller Zeit haben wollten. Man konnte diese Weizen nicht so schnell produzieren, das also hat man ihn genverändert. Schaut euch das Weizenkorn an, wie groß dieses Korn mittlerweile ist. Dort ist sicherlich viel Geninformation passiert, die sonst nicht so in Schatten gegangen wäre. Und des Weiteren musste er schneller wachsen und hatte weniger Zeit, Nährstoffe aufzunehmen. Klingt das logisch? Ich finde ein bisschen schon. Wir haben einen enormen Anstieg von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und so weiter. Ist das alles Zufall? Ich glaube nicht. Es geht auch mit viel, vielen Umwelteinflüssen einher heutzutage. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Oder ich möchte eine Branche ansprechen. Die Nahrungsergänzungsmittelbranche ist so gewachsen, so schnell wie noch nie, so wie keine Branche momentan. Und warum? Denkt ihr, dass das alles auf ein Placebo aufgebaut ist? Dass so viel tausend Menschen über positive Erfahrungsberichte, Verbesserungen ihrer Krankheiten und so weiter, wo Ärzte ihnen nicht helfen konnten und so weiter, berichten eines Placebos über Jahre, über hunderte Prozent jedes Mal wachsend? Das kann doch nicht, sowas kann nicht möglich sein aufgrund eines Placebos. Ich hoffe, das ist jedem bewusst, dass es doch eine Korrelation geht. Aber selbst da werden wir kastriert. Die Nahrungsergänzungsmittelbranche wird kastriert, die Lebensmittel werden schlechter. Wo soll das Ganze hinführen? Es gibt so viele Erfahrungsberichte zu Vitamin D oder Ashwagandha, Stressreduktion, Herzleiden, Q10 habe ich gelesen. Dann gibt es Glutathion, gerade bei Autoimmunkrankheiten und so weiter und so fort. Ja, da gibt es tolle Erfahrungsberichte, könnt euch sehr gerne selbst mal schlau machen im Internet. Doch ich möchte nicht vergessen die Umwelteinflüsse. Selbst wenn jemand sagt, die Lebensmittel sind dieselben, genauso wie früher, alles ist tipptopp, warum leben wir nicht so wie früher? Was man niemals leugnen könnte, sind die Umwelteinflüsse. Wir hatten so viel Industrie wie noch nie in den letzten Jahren, ja. Die Kohlewerke und so weiter. Die Schwermetallbelastung ist so hoch wie noch nie. Der Reifenabtrieb. Wir haben noch nie so viele Autos wie sonst. Ja? Diese ganzen Thematiken spielen eine Rolle der Xenobiotika. Ja? Das heißt, Stoffe, die unserem Körper sonst nicht offenbart werden. Ja? Das heißt, die müssen in größerem Maße wieder detoxifiziert werden. Das heißt, ausgeleitet werden. Ja? Nicht nur das, sondern auch ebenfalls Medikamente. Medikamentenrückstände sind so hoch wie noch nie. Im Fleisch, im Wasser und so weiter. Wer macht das? Dein Glutathion im Körper natürlich. Ja? Es wird extrem beansprucht momentan. Das Molekül, was so ziemlich alles in deinem Körper steuert, ist nur noch damit so beschäftigt, den ganzen Mist rauszubekommen. Thema Mikroplastik. Überlegt euch einfach mal. Ich habe ein Video dazu gemacht. Ja? Man nimmt momentan viel Mikroplastik über die Nahrung auf. Das können wir gar nicht mehr verhindern. Damit hat unser Körper früher überhaupt gar nichts zu tun. Was noch viel schlimmer ist, wir nehmen mittlerweile durch die Luft so viel Mikroplastik auf, wie wir über die Nahrung aufnehmen. Kurzer Ausschnitt noch mal aus meinem alten Video, schaut mal rein. Wir konsumieren ca. 40.000 Plastikpartikel jährlich, sehen wir hier in den Links. Und wir inhalieren aber auch ca. 40.000 Plastikartikel durch unsere schadvolle Umwelt. Andere Studien sagen sogar, dass 4% aller organischen
Partikel aus Mikroplastik bestehen. Die Konklusion besagt, negative Auswirkungen auf den Organismus sind nicht auszuschließen. Hier das Ganze in Zahlen und einer Abbildung. Selbst Zucker, Alkohol, Salz, Honig und so weiter enthalten jene mittlerweile. Und leider auch zum Großteil unsere Umgebungsluft. Aber mit diesem Video möchte ich etwas entgegenwirken, dass jeder etwas tun kann, um den Nährstoffgehalt seiner Lebensmittel auf natürliche Art und Weise wieder zu erhöhen. Deshalb bleibt dran. Was passiert mit den Lebensmitteln, wenn man sie für 3 Tage ganz besonders behandelt, quasi wie eine Art verzaubert? Ein Stoff, zum Beispiel schauen wir uns hier an, Orientin. Es ist ein sekundärer Pflanzenstoff, ein Flavonoid, der womöglich Eigenschaften wie antiviral, antioxidativ, anti-aging, herz-kreislauf-schützend und so weiter aufweisen könnte. Das sehen wir hier in der Studie. Fangen wir an mit dem Buchweizen. Bei 1,72 hat dieses Orientin gestartet. Und wenn man es nicht direkt isst, sondern keimen lässt, für 3 Tage steigt der Wert auf 478,31. Das heißt, wir reden hier knapp von einer 278-mal Vermehrung von sekundären Pflanzenstoffen im Keimprozess nach nur 3 Tagen. Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass es jeder zu Hause tun kann mit etwas Wasser, einem Sieb oder Keimgläser und so weiter. Ja? Und das ist kein großer Mehrkostenaufwand, weil Wasser kostet heutzutage so gut wie gar nichts. Ja? Sauberes Wasser ein bisschen mehr, aber weniger. Ja? Von daher an, ich habe ebenfalls ein Video dazu gemacht, wie man Buchweizen selbst keimt. Kann ich dir gerne mal verlinken hier. Das könnt ihr euch anschauen. Ja? Oder wer Möglichkeiten nicht hat oder nicht den Antrieb hat oder wie auch immer. Wir bieten auch ebenfalls gekeimte Mahlzeiten an. 3 Tage gekeimt übrigens wirklich, ja. In Rohkostqualität mehr Omega-3 als Omega-6, ja. Produziert in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung und so weiter und so fort. Himbeere haben wir auch noch, ja. Und Müslis, die ebenfalls gekeimt sind, ja. 3 Tage mehr. Die Fortsätze sind nicht mehr dran. Durch den Trocknungsprozess, wo sie immer wieder bewegt werden, fallen die Fortsätze ab. Nicht wundern, ja. Die werden aber normalerweise deutlich da dran. Ja, bieten wir übrigens auch bei uns an, könnt ihr euch sehr gerne auch einverleiben, ja, für unterwegs oder wie auch immer, oder wenn ihr zu Hause auf der Arbeit oder wie auch immer, ja. Aber es würde ich sagen, es lohnt sich definitiv. Ihr seht diesen Unterschied. Machen wir mal weiter. Schauen wir uns die anderen Flavonoide an. Wir sehen bei jedem denselben Trend, zum Beispiel Vitaxin, ja. Wieder 1,29 und später 477, das heißt 396 mal so hoch, bereits nur nach 3 Tagen. Und ich würde sagen, diese 3 Tage, die lohnen sich doch wirklich, ja. Wenn wir die totalen Flavonoide nehmen, also alle zusammengezählt, ja, da haben wir immer noch einen Faktor 18 Erhöhung von sekundären Pflanzenstoffen, die massiven Einfluss haben natürlich auf unsere Gesundheit. Und das zeige ich euch jetzt in den Metastudien. Diese Studie verglich 9 Studien mit insgesamt ca. 17.500 Probanden. Ich zitiere einfach mal kurz zusammenfassend. Stützend unsere Analysen die Behauptung, dass mehrere Unterklassen von Flavonoiden, Flavonolen und Flavonen und Anthocyanididen, mein Gott, schwierige Wörter, alle sekundäre Pflanzenstoffe, Anthocyanidide zum Beispiel aus dem OPC, kennen es viele oder haben es schon konsumiert, das Darmkrebsrisiko potenziell senken können. Eine hohe Zufuhr von Flavonolen, wie zum Beispiel Quercetin, sehr hoch in Kapern, Zwiebeln, Lauchgewächsen, Knoblauch oder in der Haut vom Apfel enthalten, deshalb ist der Apfel nicht schälen, kann das Risiko für Dickdarmkrebs senken. Und eine hohe Zufuhr von Flavonen wie Apigenin kann das Risiko für Mastdarmkrebs verringern. Zu weiteren Untersuchungen dieser Zusammenhänge sind mehr gute, konzipierte, prospektive Kohortenstudien erforderlich. Ja? So, auch der Forest Plot, schauen wir uns einmal hier an, sehen wir die Werte alle deutlich unter 1. Wir sehen eine klare Tendenz zur Verringerung der Risiken bezüglich Krebs beim Verzehr von sekundären Pflanzenstoffen und diesen Graden, die erhöht werden beim Keimprozess, auch wenn es nicht immer stark signifikant ist hier in der Studie. Aber wir sehen definitiv einen Trend. Ja? In meinem letzten Video habt ihr gelernt, dass das Robert-Koch-Institut mit diesem Jahr mit der Höchstzahl von Krebsneuerkrankungen, ja, das heißt über 500.000 Neuerkrankungen pro Jahr werden wahrscheinlich dieses Jahr gerechnet. Und das ist wirklich erschreckend, wenn wir merken, dass Corona vielleicht die Hälfte schaffen wird. Und das ist so ziemlich jedes Jahr. Und deshalb möchte ich euch etwas ganz, ganz Wichtiges an die Hand geben. Und zwar machen wir mal weiter mit dem antioxidativen Potenzial und Aktivität. Die möchten wir uns ansehen, was passiert beim Keimprozess beim Buchweizen. Das habe ich ebenfalls hier untersucht. Wir sehen, dass die Werte pro wasserlöslichem Vitamin E-Äquivalent pro Kilogramm pro Millimol angegeben sind und alle massiv steigen. Das antioxidative Potenzial des Buchweizens hier, ja. Verschiedene Werte wie der ORAC-Wert, den kennen wir zum Beispiel als ein Maß für die
für die Antioxidativität des Stoffes, wenn ich es so nennen darf. Oder auch das FRAP, das ist Ferric Reduction, Antioxidant Potential. Und wichtig ist, dass dieses quasi aussagt, inwieweit ein Stoff ein Elektron abgibt, hier genommen das Eisen, inwieweit ist es das Eisen 3 plus reduziert auf Eisen 2 plus. Ja, und wichtig ist, dass Stoffe Elektronen abgeben, denn Radikale sind Elektromangelverbindungen und die schlucken Elektronen. Von daher brauchen wir Substanzen, die Elektronen spenden. Ja. Das ist ebenfalls gestiegen. Oder das TEAC beschreibt Reaktionen mit wasserlöslichem Vitamin E bzw. der Antioxidativität, ja, und dessen Kapazität. Man sieht hier, dass diese wirklich deutlich steigen. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und bereits schon nach 3 Tagen bastelt man sich quasi wirklich ein Superfood. Und wir sehen das Ganze hier mit einem Faktor 4. Das heißt, wir schaffen nach 3 Tagen, das andere war Faktor 18 der Pflanzenstoffe, hier Faktor 4 circa. Ja. Oder auch hier in einer Meta-Analyse sehen wir zum Beispiel die Studienergebnisse des TAEC, das heißt das antioxidative Potenzial, ja, aus verschiedenen Methoden wie FRAP, habe ich gerade erklärt, TRAP, TAEC und der ORAC, antiproportional mit dem Krebsrisiko assoziiert ist. Das heißt, je mehr sekundäre Pflanzenstoffe, desto weniger Krebsrisiko fanden sie heraus. Und wir sprechen hier von Zahlen von 9%, 17% und 14%, was wirklich sehr signifikant ist, finde ich. Und nicht nur das, sondern das Ganze war auch statistisch signifikant. Das sieht man immer, dass das Rautenzeichen in dem Overall nicht die Einserlinie tangiert, denn die Einserlinie sagt immer keinen Nutzen bzw. keine Wirkung. Ja? Diese Raute darf diese Einserlinie nicht tangieren, dann ist es am besten und stark signifikant immer. Diesen Effekt sieht man auch in anderen Studien, zum Beispiel Rutin. Ja? Ist auch ein Stoff, der steigt, zum Beispiel beim Buchweizen sehen wir hier ebenfalls ein Flavonoid. Ja? Die Wirkung von Flavonoiden haben wir gerade gelernt gegen Krebs in der Metastudie. Das ist auch dieses Flavonoid, was in einer Lebensstudie gezeigt hat, vielversprechende Wirkung gegen zum Beispiel Nierensteinen, ebenfalls stark gestiegen, auch in einer anderen Studie nochmal gezeigt. Das ist nicht nur in dieser Studie, wo das so festgestellt ist, sondern auch in vielen anderen Studien. Dazu gibt es viel, das würde jetzt aber den Rahmen sprengen. Ja, das heißt, wer echt gekeimten Buchweins mal probieren möchte, ja, schaut euch mein Video an, könnt ihr es ja gerne selbst machen oder testet einfach mal diese Klamotten hier, ob euch das überhaupt mundet, ob es anders schmeckt für euch oder sonst was halt. Ja, für mich auf jeden Fall nicht mehr wegzudenken, ja, diese gekeimten Lebensmittel. Das ist das, was ich tun kann, um dagegen entgegenzuwirken, ja, gegen das Klauen der Nährstoffe unserer Lebensmittel. Ich möchte einmal mit dem Mythos aufräumen, dass beim Keimprozess die Proteine steigen. Und das ist kein Mythos, sondern das ist tatsächlich so. Schauen wir in anderen Studien zum Beispiel rein. Hier geht es um Linsen und Linsensprossen, mehr Protein. Und die war statistisch signifikant, wo da in der Messung sehen wir hier, es steigt der Proteingehalt in den gekeimten Linsen zu normalen Linsen. Ja. Und auch der Buchweizen sehen wir hier in der vorherigen Studie, der Proteingehalt steigt. Das ist kein Mythos. Man sollte sich auch eins vor Augen führen. Je mehr Ballaststoffe man isst, desto mehr muss deine Bauchspeicheldrüse ebenfalls auch arbeiten. Es ist zwar schön und gut, haben wir ja gelernt, dass ohne Ballaststoffe kann die Entgiftung nicht funktionieren, aufgrund der Glutathion-Transferase, ja, die das Glutathion an Giftstoffe bindet und es so wasserlöslich macht und über die Nieren ausgeschieden werden kann, in meinem letzten Video habe ich gezeigt. Aber das Wichtige ist, dass je mehr Ballaststoffe du isst, desto schwieriger ist es für die Verdauungssäfte, an die Nährstoffe heranzukommen. Denn die Ballaststoffe können sie ja nicht verdauen. Das ist ja Nahrung für deine Darmflora. Und das ist das Wichtige, dass wenn man gekeimte Nahrung zu sich führt, dann muss deine Bauchspeicheldrüse gar nicht so viel arbeiten. Und gerade die Pankreaselastase kann in dem Fall entlastet werden. Denn wie wir hier sehen zum Beispiel in der Studie, dass aus den Kohlenhydraten Zucker entsteht. Und das macht dein Körper ja auch. Aus den Kohlenhydraten spaltet er diese Stärke. Die glykosidischen Bindungen werden gespalten. Und es entstehen auch ebenfalls Zucker. Und das macht er schon im Keimprozess fertig. Das heißt, du hast eine Art Bauchspeicheldrüse, ja, Entlastung in dem Keimsaft. Ja. Und das finde ich sehr, sehr entscheidend, finde ich. Denn gerade wenn Menschen wirklich sehr, sehr hohe, über sehr, sehr lange Zeit Ballaststoffe konsumieren, kann es für den einen oder anderen mit einer genetischen Disposition vielleicht zu Schwierigkeiten kommen. Schauen wir uns zuletzt den Brokkoli an. Sehr gängige Keimsaat, die verwendet wird. Riecht ein bisschen muffig, würde ich sagen. Ist aber nicht immer direkt schlecht, wenn man es keimt. Es riecht einfach nur so. Der Gehalt von Flavonoiden, der steigt auch merklich. Zeige ich euch gleich. Und das sind auch die, die den Einfluss gerade auf die Krebszellen hatten. Ja, ganz schön. Auch hier Sulforaphan ist gestiegen. Sehen wir hier, das ist der Hauptstoff, warum man sich Brokkoli eigentlich zieht. Ja. Sulforaphan habe ich ebenfalls ein Video gemacht. Zeigt sehr hohe Aktivität gegen Krebszellen. Des Weiteren DPPH, das ist ein
ein Radikal, inwieweit das gepuffert werden kann. Das ist 2,2-Diphenylpykryl-1-Hydrazil. Das kenne ich noch aus dem Studium. Oder auch phenolische sekundäre Pflanzenstoffe sind ebenfalls gestiegen. Oder die Fähigkeit, Elektronen zu spenden. Wieder die FRAP-Methode. Ja, sehen wir hier ebenfalls alles gestiegen. Ja, man sieht, es ist wirklich immer der gleiche Trend. Ich könnte hier noch eine andere Sprossenart mit reinnehmen. Es wird wirklich immer der gleiche Trend sein. Es passiert deutlich was. Ja. Ich möchte auf eine Meta-Analyse eingehen zu Sulforaphan, was im Brokkoli sehr hoch konzentriert ist, und Epigallocatechingalat, EGCG. Das bieten wir übrigens auch an, Epigallocatechingalat, meines Erachtens momentan der mächtigste sekundäre entdeckte Pflanzenstoff überhaupt, Epigallocatechingalat. Beschäftigt euch damit sehr, sehr gerne mal, könnt auch gerne bei uns mal abchecken, das Produkt. Darauf möchte ich aber hier gar nicht eingehen, aber wurde in der Studie hier mit inkludiert. Ja? Ich möchte aber hier einfach auf das Sulforaphan eigentlich eingehen, im Keimprozess. Hier schreiben die Autoren, dass diese Art von Molekül eine Rolle bei Brustkrebs spielen könnte, da sie nämlich deine Gene verändert, die Epigenetik. Dazu habe ich ebenfalls vor kurzem sehr, sehr wichtige zwei Videos gemacht, wie die Epigenetik verändert werden können. Und damit, und das ist die Wirkung gegen Krebs, ja, mit Epigallocatechingalat und Sulforaphan, sind deutlich in dieser Studie zu erkennen. Das sehen wir hier einmal, ja, die beiden. Es ist wirklich deutlich zu erkennen. Doch sind diese mit Vorsicht zu genießen, weil die Studien wahrscheinlich, sieht man im Funnelplot, es zeigt schon einen schönen Weihnachtsbaum, ja. Die Thematik, das muss immer quasi, der Funnelplot muss immer wie so ein Weihnachtsbaum aussehen, aber da fehlen ein paar Punkte und manche sind außer der Linie, das heißt, dort könnte Publication Bias passiert sein, das heißt, dass nicht alles veröffentlicht worden ist. Doch es gibt hier eine Tendenz und ich möchte euch nicht sagen, dass dieser Stoff auf jeden Fall euer Krebs besiegen wird oder sonst was, nein, ich möchte euch einfach Tendenzen zeigen und dann bildet eure eigene Meinung daraus, ja. Recherchiert dazu weiter, das sind nur Tendenzen, die ich euch gerne mal zeigen will, ja, und die ich nachgehe, ja, und die ich für sinnvoll halte und für logisch halte, so. Wichtig ist, dass Ärzte immer sagen, Genetik spielt keine Rolle. Und das ist ganz klar wieder hier in der Studie, hier, wie die Wissenschaftler schon sagen, widerlegt. Denn du hast einen Einfluss auf die Epigenetik. Denn genau das hat das Sulforaphan in den Brokkolisprossen getan. Ja? Es hat die Genetik verändert. Und die Genetik hat auf den Krebs reagiert. Ja? Boah, jetzt juckst mich aber hier in der Nase. So, und damit auch wieder, nein, du kannst deine Genetik nicht verändern, sagen die Ärzte ja immer, ja, du mit Nahrung oder mit Nahrungsergänzungsmittel, und das kannst du halt eben doch. Dazu gibt es ganz, ganz viele, schaut euch mal vorletzten beiden Videos an zum Beispiel, oder dieses auch wieder hier. Und sie schrieben, selbst während der Chemo, dass die Ernährung wichtig scheint mit bioaktiven Substanzen, was bekommt man im Krankenhaus? Und die Wissenschaftler schreiben ja auch, dass selbst während der Chemo die Ernährung wichtig scheint mit bioaktiven Substanzen. Ja? Und diese dadurch beeinflusst werden kann, die Epigenetik. Was bekommt man letztendlich im Krankenhaus? Natürlich Zuckerjoghurt, ja? Hat mein Opa bekommen, und Brot oder so. Super. Und mit Wurst oder dann halt irgendwie so eine verarbeitete Wurst oder wie auch immer halt, ne? Mit Salz und solche. Das ist, was man bekommt. Ja? Wobei die Studienlage ganz klar ist, dass sekundäre Pflanzenstoffe dadurch vermehrt gebildet werden im Keimprozess und diese allgemein die Epigenetik verändern können. Ja? Und das findet keinen Anklang. Und damit bin ich schon wieder raus an dieser Stelle. Dankeschön fürs Zusehen. Das sind wieder Informationen, die man beim Rundfunk definitiv nicht bekommt. Und dafür zahlt man trotzdem. Und deshalb ist YouTube einfach so populär, weil die Menschen realisieren, dass im deutschen Rundfunk nur Mist läuft, ja. Dass da wirklich Mist vermittelt wird, wie zum Beispiel dieses, dass man Vitamin C Bedarf mit einer doppelten Pommes decken kann. Schaut euch sehr gerne meinen Telegram-Kanal an, da gebe ich genau weiteres dazu. Gut, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützen würdet auf purazell.de. Ihr könnt gerne mal testen hier. Wir haben auch liposomale Supplements mit höherer Bioverfügbarkeit. Dankeschön fürs Zusehen. Bis gleich auf purazell.de, wenn du mich unterstützen willst. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao.